Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Crusader Kings 3 mit der Dynastie Marburg und dem Königreich Rheinhessen. Es ist eine Weile her, seit ich das letzte Mal gespielt habe, kam einiges privat dazwischen. Jetzt geht's aber weiter mit König Konrad, wie er versucht, den Ruhm seiner Familie weiterhin zu mehren und zu erhalten. Ja, ich spiele immer noch auf der alten Version 1.6.2, irgendwie sowas mit Dreh rum. Das heißt, viele neuen Funktionen, die inzwischen schon nachgepatcht sind, sind immer noch gar nicht drin. Deshalb habe ich schon vor, dieses Let's Play bald zu einem Ende kommen zu lassen. Aber bis dahin hoffe ich noch ein bisschen was mit den Marburgern und hier diesen Hessen erleben zu können. Deswegen nicht lang fackeln. Ich habe mir ein paar Gedanken darüber gemacht, was ich jetzt eigentlich als machen könnte, denn Kaiserkrone ist derzeit nicht. Hier haben wir wieder jemanden, einen Prinzen, der ganz nach unserer Vorgehensweise auch von uns unterstützt wird, aber eigentlich auch von allen anderen. Das heißt, mich selbst nominieren bringt gar nichts. Ja, deswegen einfach erstmal weiterhin als Könige regieren, gucken, was sonst noch passiert. Weiterhin sehr loyal, auch wenn wir der unfähigste Ratspitzel sind, den man sich wahrscheinlich vorstellen kann. Aber das ist nun mal die Entscheidung des Kaisers. Es soll es eben so sein. Tatsächlich versuche ich ja nach wie vor hier das Herzogtum Flandern zu bekommen. Das wäre eine ganz nette Erweiterung des Reiches an der Stelle, denn das ist die einzige Expansionsmöglichkeit, die Konrad derzeit hat. Und Konrad hat schon, ja, jetzt nicht aus seiner Person heraus richtig Lust, jetzt Europa in einen Krieg zu zwingen, allerdings ein bisschen mehr Macht. Das schadet ja nie. Das Problem ist allerdings, eigentlich ist er sehr gut. Er ist ja gefühlt mit ganz Europa verbündet. Mit Savoyen, mit einem Dux aus dem Byzantischen Reich. Wir haben ein Bündnis mit Böhmen, mit Sardinia e Corsica und natürlich mit dem Kaiser selbst, aber auch mit Transjuranien. Also, da unten in Savoyen. Also ganz viele Verbündete außer. Und natürlich im Reich selbst kann man derzeit keinen Krieg führen. Also ist eigentlich nur der französische König möglich, der schon auch mächtig ist und Verbündete hat. Allerdings sollte das eigentlich möglich sein. Naja, das können wir uns später anschauen. Was mir aber auch aufgefallen ist, ich habe sehr viel Prestige und ich wollte wissen, ob ich die hessische Kultur noch ein bisschen reformieren kann, ob ich da ein bisschen Neues hinzufügen kann. Ich habe mich schon mal umgeschaut. Ich weiß nicht, ob es überhaupt geht, ob die Zeit, ob sozusagen der Cooldown runter ist. Es gibt viele coole Sachen. Also ich finde eigentlich am coolsten sind oft so Sachen, die eigentlich mit Kampf zu tun hat oder Krieg. Oder irgendwie wie die Industrie oder der keine Wirtschaft voranbringen. Aber ich habe mir gedacht, was passt eigentlich ganz gut zu Hessen und vor allem zu diesem König. Und ich muss sagen, verfeinerte Dichtkunst finde ich eigentlich ganz nett. Also Konrad ist ja selbst jemand, der sehr viel auf Majestät und auf Außenwirkung und Verbündete und Freunde Wert legt. Und dann passt das Ganze, wenn das so diplomatisch ist, dass er sich überlegt, ja, Dichtkunst ist da ein adäquates Mittel. Und was ich mir auch überlegt habe mit Frankfurt als Hauptstadt des ganzen Reiches, mein Goethe. Goethe hat dort gelebt, er kommt aus Frankfurt, ne? Also richtiger Hesse, auch wenn er später noch woanders war. Deswegen passt das eigentlich. Ich glaube, die Hessen haben schon auch einige große, spätere große Dichter hervorgebracht. Und deswegen würde ich gerne versuchen, die Dichtkunst im Hessischen zu etablieren. Und das funktioniert. Das finde ich richtig cool. Und ist immer noch brutal viel Prestige übrig, aber dafür ist es ja da. Da können wir was machen. Ja, und ansonsten, so viel ist eigentlich gar nicht drin. Na, genau, kurz ein Überblick. Ist schon eine Weile her. Ich meine, der gute Mann ist erst 33, hat schon 3 Kinder. Es könnten noch mehr werden. Ist derzeit dabei abzunehmen. Der Armste hatte mal etwas, ein paar wenige Kilos wohl zu viel. Das hat ihm selbst nicht mehr gefallen. Deswegen, darauf kommt es an, wie man sich selbst sieht. Deswegen hat er sich ja überlegt, abzunehmen. Und ja, bis dahin chillt er jetzt ein bisschen im Reich. Wartet, was passiert. Oh, hier ist ein Hofevent. Mörder- und Priesterlöcher. Ach, das kennen wir doch auch schon. Hier ist eine geheimnisvolle Gestalt in unserem Hofe, nämlich Sibylle von Köln wandern, die ja doch nahelegt, hier ein bisschen was
für die Spionagetätigkeit zu tun. Beziehungsweise sie hat gehört, dass ich einen Geheimgang bauen lassen möchte. Ich kann jeden noch so verrückten Wunsch erfüllen, den euer finsteres Herz für diesen Gang hegt. Ich kann euch sogar einen Kerker in eure Schlafgemächer bauen, in den euch eure Liebschaft in der Hitze der Leidenschaft hineinwerfen kann. Bitte was? Nein. Nein, 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 nein. Nein. Das alles ist Konrad nicht. Ist er neugierig? Ich meine, das wäre ganz nett. Mit Hofbrauch und Wandspionage, komplett Aufdeckungschance. Fluchtweg sehe ich nicht. Perverser ist er nicht. Nee. Da gibt es Wandspionage. Also ein bisschen neugierig kann man ja mal sein. Das ist doch ganz nett. Geld ist ja da. Was gibt's hier Neues? Oh, das Druckmittel gegen Chateau Noir Epinal läuft bald aus. Was kann der? Gar nichts. Er ist zwar schlau, ein Verteidiger. So richtig am Hof von Graf Ruprecht in Longre. So richtig sinnvoll ist der nicht. Kann ich mit dem was machen? Einkerkern? Ja, wow. Druckmittel aufgeben. Noch einfach mal an den Hof. Warum nicht? Vielleicht werden wir ja Freunde. Einfach so einen bunten, vollen Hof. Das ist auch immer schön. So, Moment. Passieren mehrere Dinge gleichzeitig. Ich möchte noch kurz gucken, was hier König Helwig hat einen Krieg gewonnen gegen Graf Stendal. Es ging wahrscheinlich um... Achso, geht um Berlin. Interessiert mich auch gar nicht. Also der Papst, Papst Alexander der Dritte, ruft zu einem Kreuzzug auf. Schon wieder. Wohin geht's? Die heiligen Stätten von Kastilien. Okay. Da wird Zeit. Navarra, Galizien, Leon sind noch übrig. Galizien sogar recht stark. Meine Krieger werden bereit sein? Ja. Ja. Leute. Ihr verliert 1300. Nö, meine Krieger werden bereit sein. Was er hier? Achso, begünstigt. Vielleicht kriegen wir ja was hin. Haben wir denn noch irgendwo? Da haben wir sehr viele Frauen. Übrigens Frauen, die wir hier begünstigen könnten. Wir könnten Amalrich von Dienstlagen, das ist mein Cousin, begünstigen. Das ist ein Nebenhaus der Dynastie. Wäre nicht schlecht. Also es soll auf jeden Fall ein Marburger werden. Es gibt aber auch eine Cousine hier. So, wie bin ich denn drauf? Nachsichtig. Gerecht. Die Frage, nehme ich auch einfach, kann ich auch einfach Frauen, also unterstütze ich auch Frauen? Das ist immer eine große Frage. Unterstütze ich vor allem Dienstlaken oder unterstütze ich Marburger? Die Marburger sind ab. Ah, hier ist eine Jüngere. Wer bist du denn? Tochter von Baronin Berchte. Ein Dienstlaken finde ich ganz cool eigentlich. Also es ist wichtig, dass niemand von uns einen Titel weiterbekommt. Und die sind halt schon echt gut, ne? Was können wir denn hier? Ich würde gerne eine von den Jüngeren nehmen, tatsächlich. Und ich glaube, wir nehmen auch eine Osterhild von Marburg. Du bist Tochter von Baronin Berchte. Wir können mal kurz auf die schauen. Osterhild ist die Jüngste. Es erbt aber auch hier. Ich will halt nicht, dass eine Baronin, dass der Titel der Baronin auch auf die Königin fällt. Aber hier haben wir noch eine Absicherung durch die zweite Tochter. Dann würde ich sagen, Osterhild ist jetzt meine Begünstigte. Finde ich cool. Wir machen das mit. Vielleicht kriegen wir in Spanien einen Fuß in die Tür. Das wäre natürlich cool. Ausbildungskasernen gebaut, Aufgabe erledigt. Grafschaft von Lille. Ich hatte gehofft, dass du mir anfängst, mal das ganze Herzogtum zu geben. Kollege, was ist da los? Das können wir gleich machen. Auch das können wir gleich machen. Ihr habt einen Anspruch, nee, achso, dann geht nur per. Machen wir halt mal weiter. Hier ist die Wilhelmine und Huldigen, das können wir gleich erledigen. Heinrich hatte bei uns am letzten Fest mal offenbar so seine Schwierigkeiten. Er schlich sich früh davon und wurde den Rest des Abends nicht mehr gesehen. Das kann ich nicht durchgehen lassen. Wobei ich bin nachsichtig. Er wird ungeduldig, bin ich auch, wenn ihr Besseres zu tun habt, geht. Schüchtern will ich nicht, unersättlich auch nicht. Ja, dann. Das kann ich nachvollziehen. Und Baronin Berthe darf natürlich huldigen. Guten Tag, ich warte geduldig auf meinen Thron, auf die Ankunft von Baronin. Sie kniet ehrerbietig nieder und leistet ihren Eid. Dient mir gut, antworte ich und bin zufrieden.
Niedrige Haltbarkeit von. Ist die ausgerüstet? Ja, okay, dann reparieren wir das fix. Die Verbrecher. Ich würde gerne, ne, das exkommuniziert. Königin Navoja von Rheinhessen werde ich nicht einkerkern. Ich würde ihr aber gerne. Geht das hier schon? Begnadigung gewähren. So, das zuerst mal. Meine Frau werde ich nicht einkerkern. Was ich auch noch kurz machen könnte, wäre tatsächlich noch ein paar geringere Hofämter verteilen oder vergeben. Den Stallmeisteramt zum Beispiel. Hier haben wir noch Herzog Ebon von Baar. Ist bis jetzt nur Vasall und Ritter. Hat noch gar kein Amt. Darf er gerne machen. Und gibt's Hofgenie, durchschnittliche. Landolf von Aargau oder Rogneda. Bitteschön. Geht es Ihnen soweit? Gleichberechtigung, Hofhalten. Können wir auch schnell machen. Auf meinem Thron sitzen gebe ich den Befehl, die Bittsteller hervorzulassen. Und der erste, oder die erste ist Bürgermeisterin Emma. Sie grüßt mich, etwas verärgert. Mein König, die dreckigen Hunde aus Boppard denken, sie wären besser als wir. Sie machen jeden Tag auf dem Markt hochmütige Witze und spötteln über uns. Bürgermeisterin Engeltraut. Von Boppard wahrscheinlich, muss gezeigt werden, wo ihr Platz ist und diesen fremden Narren muss klar gemacht werden, dass sie Kochem Respekt schulden, der fortschrittlichen Grafschaft der Region. Ja, stimmt das? Aber Boppard ist die schönere Stadt. Kochem ist zweifelsohne vorzuziehen, hört mit diesem Unsinn auf, wo hat das nur angefangen? Die hören einfach, ich spreche ein Machtwort. Und das sage ich doch. Ich bin ungeduldig. Ihr haltet Anspannung, weil ich ungeduldig bin. Ich finde eigentlich erst das ein Grund dafür, dass ich Anspannung verliere. Das hört jetzt auf, Leute. Natürlich schlichte ich den Streit. Als nächstes kommt Herzog Ebon. Er spricht davon. Mein Fürst, in den Straßen von ganz Rheinhessen wird überall mutwillig gemordet. Ach komm. Es wäre nur angebracht, wenn wir verbieten würden, Waffen zu tragen. Zumindest innerhalb der Stadtgrenzen. Graf Ferdinand schubst ihn zur Seite. Sicherheit bedeutet, dass jedermann lernt, sich selbst zu schützen, zu verbieten, Waffen zu tragen. Wird die Bürger in ihren Rechten beschneiden. Herzog Ebon und Graf Ferdinand werden Rivalen. Waffenverbot in allen Städten. Das finde ich eigentlich ganz gut. So einen Schwachsinn machen wir nicht mit hier. Und Barbara, Bürgermeisterin Barbara und ihr Gemahl nähern sich. Und worum geht es bei denen? Ich habe Kenntnis von einem Komplott im Reich erhalten. Das Opfer, dem geschadet werden soll, ist mein Gemahl. Es geht darum, an die Kehle gehen. Ich flehe euch an. Also hier, ich habe keine Beweise, vermute aber, dass es Baron Reinhard ist, der bereits berüchtigt für seine schurkische Art ist. Und er will mir und Bürgermeister Alberto Azzo nun an die Kehle gehen. Ah ja, das ist in Italien. Ah, ich lehre euch an, Kerker hat Reinhard ein. Ah, ich bin gerecht, ne? Ja, dann lösen wir das erstmal so, dass ich Baron Reinhard befragen werde. Geht ja meistens schief, denn er bestreitet jegliche Beteiligung, aber ich werde nicht handeln ohne irgendwelche Beweise. Nur aufgrund einer Vermutung kann ich nicht handeln. Tut mir leid. Ja, Artefaktenauftrag geben. Genau das, was ich gerne mache. Und ich wurde zum Erzjägermeister ernannt. Und bleibt das auch oder geht das gleich wieder flöten? Wie dem auch sei, ich will das Artefakt und ich habe einen neuen Möbel. Moment. Als ich das letzte Mal geguckt habe, ist mir Folgendes aufgefallen. Hofartefakte. Ich habe hier Wandorn. Kein Artefakt verfügbar. Trotzdem behauptet das Spiel, ich hätte neun Möbel. Oder zählen die Bücher Hofartefakte? Sind das Möbel? Guck mal hier, ich habe einen illustren Gegenstand, den ich gar nicht ausgestellt habe. Aha. Okay, dann gucken wir mal kurz hier rein. Wen habe ich denn ausgestellt? Die Kettenrüstung, Durendal, den masurischen Kriegshammer und den Kelch der bayerischen Kultur. Und jetzt haben wir hier Prestige, Schreckenzuwachs. Ach, hier gibt es so ganz viel um Schrecken. Ich glaube, das habe ich. Das wollte ich nicht, ne? Wobei, man könnte, das ist ja eigentlich das Gleiche, ne? Natürlicher Schrecken, Prestige, Hofpracht, Gast- und Höflingsmeinung. Aber Prestige pro Schrecken bringt ja gar nichts. Okay, pass mal auf, dann nehmen wir den masurischen Kriegshammer. Wo ist er? Wo steht er? Und ersetzen ihn durch. Boah, ein bisschen makaber, aber cool. Okay, wir haben zwar einen Haufen Möbel, aber irgendwie keins, das ich ausstellen kann. Deswegen bauen wir weiter Möbel. Mal gucken, ob es irgendwann mal funktioniert, ob ich da einen Gegenstand bekomme, der. Oh! Seid gegrüßt, mein aufmerksamer Vasall. Ich weiß von eurer Beziehung mit Hedwig von Eppstein. Wenn ihr wollt, dass ich schweige, werdet ihr tun, was ich euch sage. Wenn ich das mache, erhält mein Kaiser ein Druckmittel gegen mich.
Wenn ich ablehne, deckt sie die Affäre einfach auf. Dann verliere ich meine Hingabestufe wahrscheinlich. Ja, tut mir leid, Boleslav. Ich werde ablehnen. Ja. Ja, mein Gott. Jetzt muss ich Buße tun. Warum habe ich jetzt keinen Begünstigten? Was ist mit meiner... Ist hier was passiert? Ihr seid doch noch alle da, oder? Ustriel, du darfst... Du bist Nonne geworden? Wieso? Wer bist denn du? Wie viele Kinder sind das? Hier ist ein Erbe. Du bist der zweite. Sohn von Baron Liudolf. Emund von Marburg. Ihr seid sehr weit entfernt verwandt. Boah, das ist, hast du schon Kinder? Nee, auch nicht. Krieg mal Kinder, bitte. Mit Agathe von Epstein. Oh, da kommt noch richtig gute Kinder. Wie hübsch. Bekomm auf jeden Fall mal Kinder. Hast du irgendwelche Ansprüche? Nee, gar nichts. Ach so, das ist meine... Oh, Moment. Das ist vermutlich ein Kind von mir? Man weiß es nicht. Kriegst du einfach das da hier. So, das da, die da hier. Oh mein. So. Und wenn du geheiratet hast? Ja, ich weiß. Oh, immerhin. Prachtstufe erhöht. Das ist gut. Gut, du bist jetzt also verheiratet. Das bedeutet, dass dein Bruder mein Begünstigter im Kreuzzug werden darf. Und dann hoffe ich, dass Baronie und was auch immer die da hinten bekommen könnten, falls es funktioniert, nicht zusammenfallen werden. Das wäre ganz schön. Dann haben wir noch hier Richenza, das ist meine Tochter. Gramma auf Summe aller Werte. Hedwig von Epstein. Du bist eigentlich ganz cool. So, dann kriegst du schon mal meine Tochter zum Ausbilden. Und ich möchte jetzt noch mal ganz kurz gucken, kann ich den Papst irgendwie Ablässe erbitten? Ihr habt nicht so viel Geld wie der. Für ein bisschen Ablass. Ach komm. Papst. Das ist doch jetzt unnötig. Na gut. Eine Pilgerreise. Eine lange Pilgerreise. Wir gehen zum Papst höchst selbst und verabschieden uns. Zeit für die Abreise. Jetzt muss ich natürlich Buße tun. Aber ich werde dem Kaiser natürlich jetzt hier nicht die Genugtuung verschaffen, ein Druckmittel gegen mich zu haben. Ich hätte schwören können, das ist der richtige Weg. Ich bin verirrt. Weder meine Gefährten noch ich finden den Weg zurück zu unserer Route, unserer Pilgerreise. Orientieren wir uns nachts überhaupt an den Sternen? Ich bin jetzt aber 5 Jahre verwirrt. Wir laufen einfach mal in irgendeine Richtung. Gucken, was passiert. Nö, wir sind angekommen. Endlich bin ich hier mit Leib und Seele am großen Gotteshaus von Vatikanstadt. Als der Bischof mir den Segen erteilt, denke ich darüber nach, was alles geschehen musste, damit diese himmlischen Mächte mich helfen konnten zu diesem Augenblick. So, ich erhalte die Eigenschaft Pilger. Ein entschlossener Pilger bin ich auch. Das ist also ganz gut. Das geht jetzt hoffentlich. Hingabestufe erhalten, seht ihr mal. Bin ich doch schon wieder auf der richtigen Ebene. Inspiration, wohlüberlegte Meinung. Schreiner geht, sei es übrigens blind, bringt mich auf den neuesten Stand, was seine Fortschritte angeht. Er schwadroniert über seine Arbeit, bla bla bla. Das, was für die Umsetzung dieser Ideen tatsächlich getan werden muss, mag nicht im Bereich meiner persönlichen Stärken liegen, doch das heißt nicht, dass ich nicht ein Wörtchen mitzureden hätte. Ist das eine gute Idee? Mein Hintergrund verleiht mir einzigartige Einblicke, sage ich. Und diese Ideen klappen auch ganz gut. Der Gegenstand wird von leicht höherer Qualität sein. An dieser Stelle werde ich die aktuelle Folge jetzt mal beenden. Und dann schauen wir, wie das nächste Folge weitergeht. Eventuell mit einem Kreuzzug. Mal noch gegen Frankreich vielleicht. Mal schauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.